ist hier das Problem? Na, die Attraktivität durch die großen Zelte. Man möge mal bitte den hier Mampf bringen. So, warte mal, dann machen wir mal... Ich muss ja ganz kurz schauen, was wir hierhin exportieren. Hierhin exportieren wir Eisen, Möbel und Gemüse. Okay, Eisen, Möbel und Gemüse. Das heißt, du forderst Obst. Ja, Obst brauchst du noch nicht mal. Eisen, Möbel, Gemüse haben wir nicht. Frage ich mich, warum wir das denn überhaupt hier exportieren sollten. So, den Rest nimmst du mal gar nicht an. Du genauso. Du forderst Eisen und Möbel an. Geschirr bleibt, damit hier oben alle versorgt werden können. So, und dann wirst du jetzt hier unser Handelszentrum. So, guck an, endlich gibt es mal hier ein bisschen Mampf. Eben leider nur ein bisschen. Was ist mit dir? Ach, ey, immer noch die Attraktivität. Ja, ich befürchte, ich muss mit den Forst tatsächlich umziehen. Und ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wohin. Also eigentlich bräuchten wir... Vielleicht, ja, hier hinten ist auch doof, weil dadurch, dass wir hier Mampf haben, könnten wir natürlich auch noch in diese Richtung expandieren, perspektivisch. Warte mal, wie viel Bevölkerung brauchen wir nochmal? 7000. So, hier hinten kommt jetzt erstmal eine Akademie hin. Und da ein Amphitheater. Hier kommt eine Gladiatorenschule hin. Ich weiß, die steht außerhalb der Stadt, aber ich werde da hier perspektivisch noch einiges drumherum mauern. Oh, warte jetzt. Oh, jetzt brennt es hier oben. Toll! Man möge da einmal hingehen und löschen. Hallo, löschen, bitte. Hat jemand Bock? Irgendjemand? Ach, du kriegst keine Nahrungsmittel mehr. Ja, ganz geil. Hast Möbel, hast Geschirr, aber nichts zu futtern. Schön. Da haben doch mal die Marktleute ganze Arbeit geleistet. So, ihr braucht Öl. Ach, du Schreck. Na gut, dann vorne Öl. Apropos Öl. Ah, Mist, ein einziges bisschen Öl fehlt uns noch. So, hier hinten habe ich sehr viel ungenutzte Fläche. Ich könnte natürlich auch das Fort dahin packen. Wo jetzt? Oh, Mann, ey. Jetzt geht er mit den Feuern hier oben wieder los. Toll! Ich habe ja sonst keine Probleme. Und Schulden. Ja, die Lieferung ist bereit. Sehr schön. Machen wir sofort. Ja, mein Gott, heul doch. Hier, komm, kriegst dafür Öl, damit du die Schnauze hältst, lieber Imperator. So, dann können wir jetzt auch aufhören, Öl zu hamstern. Jetzt geht's auch noch mit dem Diebstahl los. Ich glaube, mein Hamster pupt. Ich muss mal dringend ab hier so diese Ecke, die muss ich mal dringend umgestalten. Warte, das ist so ein Rotz. Entschuldigt bitte, aber andererseits, es ist ja so. Boah, ey, wo jetzt wieder? Wieder hier in die Ecke, ja. Ich weiß schon, warum ich das umgestalten will. Nochmal, Alter! Geht's noch? Da muss gleich mal mit meiner Legion hier Hallo sagen. So, hier klappt's auch. Was fehlt noch? Möbel. Möbel fehlen noch. Ja, dann hier doch einmal bitte Möbel anfordern. Eieieiei. Komm, ich glaube, es muss mal wieder eine Spende her. Zwar gute, aber nicht ausreichende Unterhaltung. Ja, da lässt sich doch was tun.
So, und dann machen wir hier einmal Künstlerkolonie. Okay, Eisen produziere ich gerade ein bisschen sehr viel. Wisst ihr was? Dann machen wir hier die Eisenproduktion weg. So, vielleicht werde ich die beiden nach und nach einstampfen, weil das zu sehr auf die Attraktivität drückt. Oh, das war jetzt ganz knapp. Beinahe hätten die uns in die Miese geraten. Oh Gott, die nächste Karawane kommt. Ja, jetzt werden wir auf jeden Fall in die Miese geraten. Zack. Das war klar. So, wie schaut's denn aus? 14% Arbeitslosenquote? Ach du Scheiße. Ja, mehr Unterhaltung sollten wir auf jeden Fall hinkriegen. So, da hier oben, glaube ich, die meisten Arbeitslosen sein dürften, hau ich jetzt hier erstmal dieses Bäumchen weg und dann ein Kolosseum hin. Hier dann ein Krankenhaus. Wo brennt's jetzt? Die Gladiatorenschule. Es war klar. Ja gut, das war jetzt eine dumme Idee, während eines brandes Gebäudes zu platzieren. Ja, hin und wieder bin ich besonders dämlich. Fällst du jetzt echt zusammen? Ach, lokale religiöse Einrichtung? Was stimmt denn nicht mit dir? Ist doch alles da, als ob da kein Pfaffe herläuft. Und was mit dir? Du hast kein Wasser? Ach du Scheiße. Habe ich das jetzt hingebaut? Jo, Tatsache. Na, wie weit bist du jetzt erweitert? Nur durch Wasserversorgung. Kasa auf jeden Fall, ja. Oh, es geht weiter. Schön, schön, schön. So, und jetzt haben wir auch ein funktionierendes Kolosseum. Wunderbar. Ein Löwenhaus hatten wir doch auch schon, ne? Ja, hier oben, genau. Da ist noch was zusammengesackt. Oh, schon wieder hier hinten, ey. Ich krieg die Krätze. Müssen wir mal eben... Oh je, ich bin gleich wieder in den Miesen. Jetzt fängst du auch noch an, hier rumzukokeln. Oh, Mann, ey! Wie viel Präfekten soll ich denn noch aufstellen? Alter, geht mir das gerade auf den Senkel. Ja, ich muss definitiv mehr Präfekten aufstellen. Alles andere macht keinen Sinn. So, stellen wir hier direkt zwei auf. Noch einen Ingenieursposten. Wir spenden mal eben was, damit wir nicht zu sehr ins Minus geraten. Die Leute sind unruhig. Ach Gott, ja, ich habe die Götter ein bisschen vernachlässigt. Dann machen wir da mal schnell weiter mit kleinen Partys. So, da auch noch eben eine Möbelwerkstatt. Löwenhaus. Ja, unsere Freunde Götter, ich bin doch schon dran, Mensch. Mein Gott. Macht aber auch einen Stress, Leute. So, da mangelt es an Attraktivität. Ja, das kann ja mal gar nicht sein. So, nächste Party, diesmal für Neptun. Ich brauche mehr Theater, ich brauche noch ein Kolosseum. Ja gut, bei der Bildung, da geht es doch einigermaßen. Ja, Krankenhäuser könnte ich auch noch mehr haben. Habe ich hier unten überhaupt eins? Schon wieder Diebstahl. Diesmal hier oben. Oh, mal was Neues. Hältst du jetzt hier zusammen wegen Nahrung, oder? Ja, okay, dann
ist die Entscheidung leicht. Wir machen hier einen Markt hin. Leute sind unruhig, ja, mir doch Wumpe. Ich bin doch schon dabei, alles besser zu machen hier. So, wir bräuchten mal hier oben, glaube ich, noch eine Akademie. Hier unten haben wir da schon die Akademie. Sehr gut. Hier haben wir auch schon eine, aber hier bräuchten wir nochmal ein Krankenhaus. Tja, leider kein Platz für, so wie es jetzt aussieht aktuell. Sorry, aber... Ach, da sind ja noch zwei Häuser. Entschuldigung, ich wollte euch ja alle rausschmeißen hier, weil ihr alle doof seid. Da war ja was. Das ist zwar ärgerlich, aber ich würde tatsächlich dieses Haus auch abreißen. So, ich müsste jetzt auch mal hier die wegmachen. Und dich mache ich auch mal weg. Ich muss da hinten einmal alles abreißen, damit wir hier einigermaßen klarkommen und mal planen können. Kurz die Wasserkarte. Einen Moment. Ja, doch, passt perfekt. War das jetzt? Leute sind unruhig, immer noch. Ja, ist doch gut, Mensch. Ich bin doch schon dabei. Nur ein Gott nach dem anderen. Aber ich war gerade ganz kurz wieder in den Miesen. Das finde ich natürlich gar nicht schön. Jetzt kriegt ihr hier keine Lebensmittel mehr. Was stimmt denn nicht, verdammt nochmal? Ich glaube, meine Lebensmittelproduktion ist hier zu schlecht. Die habe ich irgendwie... Ich weiß nicht warum, aber ich habe sie gedanklich tatsächlich ein wenig vernachlässigt. Was ich jetzt natürlich recht... So, da wir Obst als einziges Nahrungsmittel haben, was wir auch exportieren können, werde ich hauptsächlich jetzt Obst anbauen. So, Feinde vor den Toren. Ist mir late. Ist das jetzt die Obstfarm? Ja, ne? Ach, shit, also. Wir machen hier noch einmal eben eine Straße. Und wir sind uns ja der Brandgefahr inzwischen ein bisschen bewusster. Ja, Sandstürme, jetzt gibt es wieder weniger Geschirr. Schön! Und wieder Minus. Schön. Ach, ist das ein Träumchen hier. Aber immerhin, die Arbeitslosigkeit ist dezent gesunken. Jetzt muss ich mal schauen. Bildung, Schulen. Wer braucht denn noch einen Schulzugang? Ihr hier hinten habt keinen. Das ist schlecht. Hier oben, ja. Hier unten. Ja, doch, da ist gesorgt. Nur hier sind noch einige ohne Fahrschein. Risiken. Nein, nicht eingeboren, entschuldigt. Ich wollte Kriminalität kommen. Warum ist das hier so kriminell? Das so ist, was will man gegen Kriminalität machen? Ich meine, ja klar, die Bedürfnisse stillen. Bin ich ja schon dran. Aber ich verstehe auch nicht, warum hier keiner vorbei rennt. Warum der Markt immer nur da oben lang rennt. Machen wir da einfach noch einen Markt hin. Ja, die Häuser da fallen jetzt auch zusammen schön. Okay, Öl ist hier oben leider wirklich Mangelware. Überraschung, es brennt. Wo denn diesmal? Schon wieder hier hinten, obwohl der Präfekt direkt daneben ist. Ist klar. Ey, direkt daneben Präfekt. Nö, nö, da kann ich keinen Brandschutz machen. Nee, 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 nee. Das geht ja nicht. Ja, jetzt ist wenigstens auch der Präfekt abgebrannt. Das hat er jetzt davon. Wartet mal, ich mach das mal. Oh, da kommt der Angriff. Oh, wartet mal. Sekunde. Geschwindigkeit.